Schönen Montagabend, Sportcorner-Zeit. Schön, dass ihr es wieder ins Studio hierher geschafft habt und euch wollt informieren über die Welt des Sports. Und heute müsst ihr euch wirklich festschnallen. Ich habe ein hammerhart männliches Thema für euch. Es geht um Holzhacken, wie ihr es noch nie gesehen habt oder vielleicht nicht so gut kennt. Ich will nicht zu viel erzählen. Hier der Teaser dazu, dass ihr wisst, um was es heute Abend geht. Viel Spass! Time is ready. Both cuts are good. Cuts are good. Jetzt habt ihr es gesehen, es geht um die Steel Timber Weltmeisterschaft. Holzhacken, da fliegen die Späne, also wirklich crazy. Und jetzt darf ich euch natürlich schon schnell die Werkzeuge vorstellen, die es natürlich braucht, um Holz zu zerkleinern. Hier der Einspieler von den Werkzeugen wird jetzt einer nach dem anderen vorgestellt. Die Axt. Spezialstahl, handgeschliffen in einem Winkel von 13 bis maximal 16 Grad. 3 Kilo Gewicht, etwa 80 cm Länge. Es ist eine Sonderanfertigung speziell für die Wettkämpfe. Die Klinge ist so scharf, dass damit eine Rasur möglich wäre. Der Preis einer solchen Wettkampfaxt liegt zwischen 400 und 500 Euro. Die Hotsaw. Die Einzylinder-Zweitaktmotoren mit bis zu 70 PS stammen aus Schneemobilen oder Motorrädern. Die getunten Spezialanfertigungen werden ausschließlich für den Wettkampfsport verwendet, denn sie besitzen zum Beispiel keine Kühlung. Die Hotsaw wiegt rund 30 Kilo und bewegt ihre Kette mit etwa 240 km/h. Die Grundinvestition mindestens 5.000 Euro. Singlebug. Die für die Disziplin Singleback verwendeten etwa 2 Meter langen Ein-Mann-Handzugsägen sind speziell für den Wettkampfsport konzipiert. Das Metall wird mit einem Laser geschnitten. Die 10 cm langen Zähne sind handgeschliffen. Diese enorme Säge wiegt ca. 5 Kilogramm. Ihr Grundpreis liegt bei mindestens 1.500 Euro. Ja, die Werkzeuge kennt ihr jetzt. Jetzt wisst ihr, wie man Holz zerkleinert. Und jetzt haben wir natürlich vor dem ganzen Event, vor dieser Weltmeisterschaft, haben wir noch schnell die Athleten kurz zu einem Interview hergeholt. Also hört zu, was sie zu sagen haben, kurz bevor das Event hat begonnen. Also ich habe versucht, so viel zu trainieren, wie möglich ist. Ich habe aber leider noch eine Prüfung gehabt. Ich habe Ausbildung zum Forstwirtschaftsmeister begonnen dieses Jahr.
Aber ich habe wirklich jede Zeit, jede Minute genutzt, um mein Material im Vordermann zu bringen und halt auch zu trainieren, Techniktraining. Und ich hoffe, ich bin gut vorbereitet. Ja, wir haben uns dreimal getroffen, haben auch sehr, sehr gut dort trainiert. Also wir haben dieses Jahr echt ein starkes Team. Danny on Underhand, Singleberg ist nicht schlecht. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir heute abschneiden und wie die anderen Teams drauf sind. Das ist ein absoluter Druck für mich. Erstmal, weil es in der Heim-WM ist, dann ist in der großen Arena hier, wo 5000 Leute reinpassen. Ich will natürlich mein Bestes geben und ich hoffe, dass ich mir damit nicht selber im Weg stehe. Das muss man aber erstmal ausblenden können, dass man sich komplett auf die Disziplin konzentrieren kann. Es ist nicht ganz einfach. Ich bin ein absoluter Kopfmensch. Ich komme nur über die Technik. Und ich hoffe, dass ich das ausblenden kann und vielleicht auch für mich nutzen kann. Das muss ich erstmal jetzt heute Abend erstmal schauen und morgen natürlich. Größte Gegner also beim Team jetzt ist auf jeden Fall wieder Neuseeland, Australien, Amerika, Kanada. Also absolut. Schweizer müssen wir schauen, wie sie drauf sind. Also wir haben sehr, sehr harte Gegner. Es ist kein Kinderspiel hier. Einzel, natürlich wie immer gehabt, Jason Wynyard, dann nicht zu vergessen, Brad Alusa, Martin Komarek, Matt Cooker, das sind Mordstiere und da geht es erstmal darum, die zu schlagen. Meine persönlichen Ziele sind eigentlich aufs Treppchen. Ich habe es schon zweimal geschafft und ich hoffe, dass ich hier wieder schaffen kann. Das ist natürlich ein großer Erfolg für mich, auch in Deutschland. Deutschland so gut wie möglich zu vertreten, das wäre schon, wär schon gut. Klar, es ist ein großer Medienrummel jetzt gewesen, weil die WM in eigenem Land ist. Es wurde auch sehr viel die Medienrummel gerührt, dass das hier verkauft wird. Also die Plätze hier. Es war ja innerhalb von 4 Wochen weg, da haben wir sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und ob man uns mit, was weiß ich, vom Fußball die Nationalmannschaft vergleichen kann, glaube ich eher nicht. Die haben vielleicht 80 Millionen Zuschauer, wir haben vielleicht 5000. Das ist schon ein großer Unterschied. Also ja, zu Beginn hat jeder quasi seine beste Disziplin, quasi mal erst einmal Findung, wer was macht. Ja, und dann, wie das dann fest war, dann haben wir halt dann verschiedene Termine gehabt. Und dann ist halt das ganze Team dann zum Stützpunkt, zum Viel rauf. Und ja, ich würde sagen, wir haben gut vorbereitet, ja. Meine Disziplin ist die Singleberg. Das ist quasi der 46 cm weite Pineblock mit der Zugsäge. Ja, und muss sagen, wenn ich das umsetzen kann, wie beim Training, dann würde ich sagen, muss ich mich für die Singleberg nicht verstecken, ja. Für uns, für das deutsche Team, glaube ich, wäre es ein großer Erfolg, wenn wir in Europa das beste Team wären und gegenüber Neuseeland, Australien, Kanada, USA rechne ich mich. Also haben wir keine Chance. Also so realistisch haben wir. Ja, den Vergleich, glaube ich, ist ein bisschen... Nee, also wir haben nur alle schön am Boden geblieben. Zuerst müssen wir eine gute Leistung bringen und dann, ja. Ich glaube, ein bisschen Druck hat natürlich ja jeder. Aber ich denke auch, ein bisschen Ansporn ist auch dabei. Also ich glaube, dass die Mischung recht gut ist, ja. Ein bisschen Druck braucht man auch, ne? Die Interviews habt ihr auch gehört. Jetzt geht es wirklich richtig Event. Hier der Einspieler in voller Länge vor Steel Timber Weltmeisterschaft. Geniesst es und schaut, wie hier die Späne fliegen. Schaut, wie die Männer Vollgas geben. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen in Stuttgart bei der Steel Timber Sports Weltmeisterschaft 2013. In der Porsche Arena laufen die Vorbereitungen für das Mega-Event. Nach einem Jahr Planung und Vorbereitung verwandeln sich 300 Tonnen Equipment in die größte und spektakulärste Bühne einer Steel Timber Sports Weltmeisterschaft. Allein die massive Holzkonstruktion inmitten der Arena wiegt 25 Tonnen. Damit nicht genug. Ein ausgefeiltes System aus Licht- und Tontechnik, Kameras und Leinwänden wird in Position gebracht und sorgt dafür, dass die 9. Steel Timber Sports Weltmeisterschaft eine einmalige Show und ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans werden wird.
Herzlich willkommen zur Teamweltmeisterschaft in Stuttgart. Mein Name ist Guido Hüskin und an meiner Seite der Experte, der amtierende Europameister Dirk Braun. Hallo Dirk. Ja, herzlich willkommen. Wir begleiten den Einmarsch der Athleten, sehen hier auch das deutsche Team, das sich einiges vorgenommen hat. Jetzt erstmal die offizielle Eröffnung. Ich erkläre die Steel Timber Sports Weltmeisterschaft 2013 in Stuttgart für eröffnet. Die Stimmung in Stuttgart großartig, die Vorfreude bei den Athleten natürlich auch groß. Es gibt viele Nationen, die sich hier was vorgenommen haben. Die Athleten müssen sich an ganz klare Regeln halten. Und diese Regeln, die schauen wir uns jetzt mal an. Das Teamrennen besteht aus vier Disziplinen. Die Teilnehmer beginnen mit der ersten Disziplin. Erst wenn die jeweilige Disziplin abgeschlossen ist, darf der nächste weitermachen. Zu Beginn die Stocksaw. Nach dem Startschuss müssen die Athleten von einem 46 cm Stamm einen Cookie innerhalb der Markierung abschneiden. Weiter geht's mit dem Underhand Chop. Auf einem Block stehend durchschlagen die Athleten den 32 cm dicken Stamm mit der Axt. Gefolgt von der Single Buck mit einer 2 Meter langen Einmannzugsäge müssen die Athleten von einem 46 cm starken Holzblock eine vollständige Scheibe absägen. Und zum Schluss der Standing Block Chop. Ein Holzblock von 30 cm Durchmesser muss von beiden Seiten durchschlagen werden. Am Ende stehen sich immer zwei Teams gegenüber. Das schnellere der beiden Teams kommt weiter, das langsamere scheidet aus dem Wettkampf aus. Das erste Duell jetzt auf der Bühne, die Türkei gegen das Rookie-Internationalteam. Die Türken, da kann durchaus was gehen, oder Dirk? Ja, die Türken haben in letzter Zeit sehr viel trainiert und sind, glaube ich, gut vorbereitet und werden jetzt erstmal eine gute Zeit setzen, hoffe ich. Wir möchten mit der Mannschaft eine gute Platzierung erreichen. Platz 12 oder Platz 10 sollten machbar sein. Startschuss also für die erste Disziplin, die Stocksaw. Dirk, was muss man da beachten? Ja, wichtig ist mal hierbei, keinen Filter zu riskieren und dann die Säge im optimalen Drehzahlbereich zu halten, um dann auf den Underhand-Mann zu übergeben. Der Underhand-Mann darf dann weitermachen, sobald die Scheibe fällt. Hier sehen wir das Rookie-Internationalteam. Das sind die besten Nachwuchssportler der Welt, Dirk. Ja, richtig, Guido. Hier werden die besten Talente aus den teilnehmenden Nationen herausgefiltert und zu einer Mannschaft zusammengeführt. Und sie können sich somit hier zum ersten Mal auf richtig großer Bühne präsentieren. Nachwuchsförderung, ganz, ganz großes Thema in dieser Sportart. Die Türken führen, haben relativ schnell übergeben. 32 Sekunden ungefähr hat es gedauert bis zum Wechsel. Jetzt hier, der macht das gut. Sehr lange Züge hier an der Singlebahn. Ich sag ja, die Türken haben sehr, sehr viel trainiert, sind erst 2-3 Jahre in der Serie dabei und haben schon riesen Fortschritte gemacht. Die Rookies brauchen 48,84, um in die dritte Disziplin zu wechseln. Da sieht man schon die Unterschiede, während die Türken hier schon Richtung Finale spazieren. Auch in der letzten Disziplin kommt es unglaublich auf Präzision an. Ja, natürlich. Auch hier muss man versuchen, eben präzise Schläge zu machen, keine Stufen reinzuschlagen, um so wenig Holz, aber so viel wie nötig herauszuarbeiten. Macht er gut hier, der Türke, präzise. Wir werden nachher noch bei den Top-Nationen sehen, dass es da durchaus nochmal Unterschiede gibt. Aber die Türken haben sich in den letzten Jahren ganz, ganz stark verbessert. Ein Schlag braucht er vielleicht noch einen. Da hat er einen Fehler gemacht. Ja, er hat eben jetzt das Holz unterschnitten. Was ein Fehler ist, er muss eigentlich von oben herunter die Schläge beenden, um das Holz herauszubrechen. Und das war ein technischer Fehler. Trotzdem eine gute Zeit für die Türkei. 1:27.03 werden wir uns jetzt hier nochmal die Bilder in der Verlangsamung anschauen. Das letzte Wort hat natürlich der Schiedsrichter. Der muss entscheiden, ob alles innerhalb der Regeln war. And the winner is Turkey. Alles okay also bei den Türken, alles okay auch in Sachen Stimmung in Stuttgart. Denn jetzt kommt das deutsche Team, muss antreten gegen die Mannschaft aus Polen. Wir sehen Robert Ebner, wie er sich hier die Markierungen für die ersten Schläge macht. Schauen wir uns das deutsche Team mal ein bisschen genauer an. Das deutsche Team hat sich bei dieser WM einiges vorgenommen. Also die WM im eigenen Land ist was ganz Besonderes für uns. Alle Sportler sind motiviert und natürlich auch stolz. Wir haben dieses Jahr echt ein starkes Team. Danny on Underhand, Single Buck ist nicht schlecht.
ja, müssen wir einfach mal schauen, wie wir heute abschneiden und wie die anderen Teams drauf sind. Team Deutschland ist auf allen Positionen gut besetzt und auch die Stimmung im Team passt. Ja, wir sind sehr stark zusammengewachsen. Es ist wie eine Familie. Und im Team fördert das natürlich auch den Teamgeist. Und der Zusammenhalt ist unheimlich groß, was ja auch im Team wichtig ist. Deshalb haben sie sich auch ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Für uns, für das deutsche Team, glaube ich, wäre es ein großer Erfolg, wenn wir in Europa das beste Team wären. Keine leichte Aufgabe für die Lokalmatadore. Hands on the wood. Get set. Schuss für Deutschland auf der linken Seite. Ja, der Druck vor dem eigenen Publikum. Dirk, du hast das selbst oft genug erlebt. Wie geht man damit um? Entweder positiv oder macht das nervös? Der Aus- und Druck kann beflügeln. Vor so einer großen Kulisse jetzt hier seine beste Leistung abzurufen. Die besten deutschen Sportler stehen jetzt dort auf der Bühne. Und hoffe, dass sie jetzt hier eine gute Zeit generieren werden. Im Moment leichte Führung für das deutsche Team, das favorisiert ist in diesem Duell gegen Polen. Präzise Schläge hier gesetzt. Oh, da rutscht die Axt einmal komplett durch. Jetzt haben die Polen aber die Führung übernommen. Und jetzt müssen wir an der dritten Disziplin mächtig aufholen, Dirk. Ja, jetzt mit Peter Bauer in der Singleback glaube ich, dass er jetzt vielleicht hier was gut machen kann, damit der Robert hinter einem Standing das Ding nach Hause holen kann. Ja, das sieht gut aus, was der Bauer da macht. Aber die Polen hier mit einem kleinen Haken, das hat natürlich Zeit gekostet. Die Deutschen jetzt vorbeigezogen. Und jetzt muss Robert Ebner das Ding irgendwie nach Hause bringen. Die Polen im Hintergrund, aber auch zügig dabei. Wird ein enges Rennen, Dirk. Na, ich glaube nicht, Guido. Ich denke, dass Robert jetzt mit seiner stärksten Disziplin im Standing-Blockjob hier jetzt das Ding hier sauber nach Hause holen wird. Erste zwei, drei Schläge, sehr präzise. Ja, du hast es gesagt, er hat das drauf, diese Disziplin. Und das sieht man schön, der Unterschied zu erkennen. Viel stabiler der Stand von Robert Ebner. Und 1:13:96. Und schau dir diese Emotionen an. Und da kochen natürlich auch die Emotionen der Fans hoch. Klar geschlagen, die Polen, die sich jetzt hier bei den letzten Schlägen sehr, sehr schwer tun. Knapp unter 1:30 das Endergebnis. Robert Ebner hat den Unterschied gemacht. Ja, richtig, Guido. Robert mit seiner stärksten Disziplin im Standing-Blockjob hier eine super Zeit gemacht. Das war das Wichtigste erstmal für die nächste Runde. And the winner is Germany. So ist es. Deutschland also in der nächsten Runde. Und wir haben jetzt ein sehr, sehr spannendes Duell zwischen Tschechien und Australien. Die Australier sicherlich favorisiert in diesem Heat, oder? Ja, richtig, Guido. Sie haben zwei gute Achssportler an den entsprechenden Disziplinen und auch einen guten Mann an der Singleback. Und ich denke, das wird schwer für die Tschechen. Man darf sich keine Schwäche leisten. Alle Disziplinen müssen optimal besetzt sein. In der Heimat von Stiel wollen wir natürlich gut abschneiden. Wenn wir unter die Top 2 oder 3 kommen, wäre ich sehr glücklich. Tschechien also in Weiß und Rot, im Vordergrund links zu sehen, die Australier in der Favoritenrolle, im Hintergrund im Moment beide noch gleich auf. Wann darf man wechseln, wenn das Cookie, das Stück Holz auf den Boden gefallen ist oder wenn es abgetropft ist sozusagen? Also an dem Punkt, wo es anfängt abzufallen, darf man beginnen. Da schauen die Schiedsrichter natürlich ganz genau hin. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium, wo der Schiri dann am Ende sagt, dass nicht alles in Ordnung war. Die Tschechen gegen die Australier immer noch sehr eng das Rennen. Jetzt die Australier haben jetzt die Führung übernommen. Die Tschechen haben Probleme. Das hier, die Singleback. Boah, schau dir mal an, wie der Mann da arbeitet. Ja, richtig, Guido. Schöne lange Züge. Er benutzt die ganze Säge. Man sieht jetzt hier bei den Tschechen zum Beispiel, die Säge wird kürzer bewegt, es gehen nicht alle Zähne durchs Holz und somit ist die Zeit einfach schlechter. Brett los in der letzten Disziplin, der ist kaum zu schlagen. Am Standing Blockjob hat er zuletzt überragende Leistungen gezeigt. Brett los wird die Australier hier zum Sieg führen, da bin ich mir ganz sicher. 1:00:29. Tolle Zeit der Australier. Ja, wichtig ist eben für alle Teams erstmal hier eine gute Zeit zu generieren, damit man dann hinterher nicht zu starke Gegner bekommt. Ja, die Tschechen mit Schwierigkeiten. 1:17:76. Ja, nicht ganz optimal. Die Arbeit der Säge im Holz. Brett Losa mit den letzten Schlägen für die Australier, die ihrer Favoritenrolle hier gerecht geworden sind. Die Tschechen auch mit einer soliden Leistung. And the winner is Australia!
Australien gewinnt dieses Duell. Bei dem nächsten Duell zwischen Frankreich und Schweden könnte das ein bisschen enger werden. Zwei Nationen, die so ein bisschen am Aufsteigen sind. Wir hören mal, was der schwedische Teamkapitän dazu sagt. Wir haben ein ziemlich gutes Team mit starken Kernen, einer Menge Kraft und ganz viel Herz. Und natürlich auch scharfe Äxte und Sägen. Ah, und damit hat er auch schon so ziemlich alles gesagt, was es braucht. Ja, viel genau. Muskelkraft, aber auch viel Herz in dieser Disziplin. Ja, man muss den Sport schon lieben, sonst kann man nicht erfolgreich sein. Ich denke, wir haben jetzt hier zwei gleich starke Teams. Mit den Franzosen vielleicht ein bisschen favorisiert, weil sie schon einmal Europameister waren. Sind jetzt hier leicht in Führung, aber die Schweden, ja, wechseln hier als Erste. Die andere Seite muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie in Führung sind. Ja, also je nachdem, wie jemand die erste Seite aufmacht, der eine wechselt ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Und oft ist es dann so, dass teilweise auch gleichzeitig fertig werden. Trotzdem die Schweden leicht in Führung, 33,72, gar nicht so schlecht. Der Wechsel auf die dritte Disziplin, auch da haben wir schon mehrfach erwähnt, jeden Zahn ausnutzen macht der Schwede hier gut. Der Keil oben ist wichtig. Ja, um den Schnitt aufzuhalten, damit weniger Reibung entsteht. Weil wenn die Säge tiefer ins Holz reingeht, dann geht der Schnitt oben wieder zu. Und es ist sehr überraschend für mich, dass jetzt hier die Schweden in Führung sind. Machen sie gut, machen sie sehr gut. Die Franzosen hatten auch gerade bei der Säge hier ein bisschen Probleme. Leichte Haker waren da zu erkennen. Die Schweden immer noch in Führung. Blick auf die Uhr, 1,6, 1,7. Das könnte was Gutes werden hier für die Schweden. Der Schlag ging aber böse daneben und hat ein bisschen Glück gehabt. Das war sehr knapp, hat sie hoffentlich nicht verletzt. Und jetzt hier ein Finish, super. 1,18,92. Schau dir mal die Oberarme von dem Burschen an. Meine Herren, da ist das T-Shirt ein bisschen eng. Ja, die Schweden sind eben noch nicht so lange dabei und sie haben jetzt hier einen ehemaligen Europameister geschlagen und damit sind sie natürlich sehr, sehr glücklich. Diese langsamen Bilder immer wieder beeindruckend. Da sieht man mal diese ganze Dynamik und die Power, die in dieser Sportart steckt. All right, gentlemen. And the winner is Sweden. Und bei diesem Duell müssen wir nicht über die Favoritenrolle diskutieren. Die ist ganz klar beim amtierenden Weltmeister Neuseeland. Aber auch die Österreicher, ja, versuchen hier ihre Außenseiterchance wahrzunehmen. Der Teamkapitän Hermann Heiligenbrunner. Im Schluss unterm Strich, glaube ich, muss nicht unbedingt eine Platzierung stehen, sondern wir müssen für uns selber gute Leistungen bringen. Und wenn wir unsere Bestleistungen abrufen, dann werden wir irgendwo mitmischen können, vielleicht auch ganz vorne. Vielleicht auch ganz vorne. Also, die hoffen schon ein bisschen, die Österreicher. Aber da muss schon einiges passieren, Dirk. Ja, ich denke aber, dass die aus Österreich jetzt einfach nur genießen, hier gegen den amtierenden Weltmeister einen guten Heat hinzulegen. Sind jetzt hier in das Dock so ganz weit in Führung gegangen, aber das wird der Shane Jordan am anderen schon klar machen jetzt hier. Ja, war eine klasse Leistung von Josef Leier, dem Österreicher an der Stocksaw, die Österreicher da so in Führung zu bringen. Das bedeutet, dass die Neuseeländer jetzt tatsächlich ein bisschen unter Druck sind und an ihr Leistungslimit gehen müssen. Das hatte man so vielleicht im Vorhinein nicht erwartet. Hier die Arbeit an der Hand von den Österreichern auch gut. Die führen immer noch, Dirk. Ja, leicht in Führung noch die Österreicher, aber jetzt mit Jason Winner an der Single-Mark wird es, glaube ich, der Hermann ganz schwer haben, gegen Jason zu bestehen. Hast du vorhin schon mal gesagt, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber Jason Wynyard, klasse. Oh, kleiner Haker auch hier drin. Noch einer. Mann, ist da eine Sensation in der Luft? Na, das glaube ich weniger. Oh, nee, jetzt. Ah, das wäre es gewesen für die Österreicher. Aber die haben dann auch einen Fehler gehabt. Ja, aber jetzt hier mit Adam Lowe, wenn wir gleich nochmal ein Slow-Mo sehen könnten, vielleicht, dann sieht man, was für Bratpfanne er eigentlich hier das Holz bearbeitet. Man sieht jetzt mit 6 Schlägen auf der zweiten Seite ist er jetzt schon fast fertig. Mit Bratpfannen meinst du die Axt, oder? Ja, genau. Die Hände sind ähnlich, aber die Axt ist auch eine Bratpfanne. Also da gibt es schon durchaus auch Unterschiede beim Sportgerät. Warum wählt man zum Beispiel eine dicke Axt oder eine Bratpfanne, wie du sagst, die wir hier sehr schön im Bild sehen, oder eben eine kleinere? Ja, es hängt natürlich vom Sportler ab, wie stark er ist und ob er eine 3-Kilo-Axt bewegen kann oder eine 2,6er. 1,22 knapp darüber für die Österreicher, damit waren sie zufrieden. Und 1,07 etwas mehr die Zeit der Neuseeländer. Der Mann mit der Bratpfanne holt hier die Endzeit für die Neuseeländer. Aber auch die Österreicher, muss schon sagen, Hut ab. And the winner is Team New Zealand. Neuseeland also doch mit dem Favoritensieg. Jetzt kommen die Schweizer, die auch mit vielen Fans angereist sind, gegen Großbritannien. Da ist es wahrscheinlich auch wieder schwierig, einen Favoriten auszumachen. Schauen wir mal, was sich die Schweizer vorgenommen haben.
Wir waren letztes Mal das beste europäische Team. Wir waren Vierter. Ich glaube, wir haben den Anspruch, diesmal wollen wir versuchen, aufs Podest zu kommen. Hohe Ambitionen also für die Schweizer, aber durchaus realistisch, oder? Ja, ich denke, vielleicht ist ja ein bisschen zu hoch die Ambitionen. Erstmal müssen sie jetzt hier gut in den Wettkampf reinkommen und zeigen, was sie wirklich drauf haben. Leichter Vorteil im Moment für die Briten, schneller Wechsel dann letztendlich auch für die Schweizer. Wie kann man hier Zeit aufholen in dieser Disziplin? Ja, einfach so wie der Thomas Gerber jetzt im Hintergrund eine höhere Frequenz gehen, viel riskieren jetzt, um den Rückstand vielleicht wieder gut zu machen. Die Briten mit Problemen, er kann den Körperschwerpunkt nicht über dem Holz halten, muss ein-, zweimal runter, dann bleibt die Axt auch noch hängen. Gerber im Hintergrund scheint aufzuholen, übernimmt jetzt sogar die Führung, 31,94. Aber die Briten ganz, ganz eng dabei, das wird ein hauchdünnes Rennen zwischen diesen beiden. Der Mann mit der Sprühdose, was macht der? Der ölt die Säge jetzt einfach ein bisschen ein, dass weniger Reibung im Holz entsteht. Der Schweizer sägt technisch nicht wirklich gut, aber er ist leicht in Führung und ja, ich denke, jetzt werden sie das Ding nach Hause holen. Jetzt wird es ganz eng zwischen Großbritannien, die haben jetzt Zeit liegen lassen, und der Schweiz. Jetzt ist natürlich auch der Druck da für den letzten Mann, der weiß, wenn ich hier was verbocke, dann kann das hier nochmal ganz, ganz eng werden zwischen Großbritannien und der Schweiz. Der Schweizer jetzt im Vordergrund versucht natürlich, den Sieg jetzt nach Hause zu bringen, aber im Hintergrund scheint es fast so, als wenn Großbritannien Spike Milton etwas in Führung liegt. Da ist er weg! 1,14,49 Großbritannien siegt! 1,15,35 die Schweizer. Mann, Dirk, war das eng. Ja, war ein sehr enges Rennen, aber die Briten können sich zu Recht freuen. Sie haben hier die Schweizer geschlagen, ein ehemaliger Europameister, und der Spike Milton hat es am Standing ausgemacht. Jetzt ist nur noch die Frage, ob der Schiedsrichter auch alles in Ordnung gesehen hat. Ich konnte keinen Fehler entdecken. Schauen wir mal. And the winner is Great Britain. Yeah! Alles in Ordnung also, da kann man schon mal jubeln. Und jetzt im nächsten Duell sollte man im Vorhinein eigentlich ziemlich sicher sagen können, wer am Ende jubelt. Die Amerikaner gegen Benelux klar favorisiert. Da gibt's eine besondere Geschichte bei den Cougars. Der Teamwettbewerb hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil drei der vier Teammitglieder von der Cougar-Familie sind. Ich denke, wir hatten einfach Glück, dass wir hier zusammen sein können. Es ist schon was Besonderes, hier zusammen anzutreten. Die Familienbande haben nicht nur sentimentalen Wert, die Cougars kennen sich ganz genau. Wir wissen genau, wie der andere tickt. So können wir sehr gut einschätzen, wie früh wir starten können oder wann der Nächste bereit sein muss. Timbersports ist die große Leidenschaft der ganzen Cougar-Familie. Wir haben das schon immer im Hinterhof aus Spaß gemacht. Jetzt der Welt zeigen zu können, was wir als Familie drauf haben, das ist etwas Besonderes und es bedeutet mir viel. Eieiei, hochemotional da, der Arden Cougar. Das ist eine sehr emotionale Familie und das ist oftmals auch ein sehr emotionaler Sport. Die US-Amerikaner links im Vordergrund, im Moment noch gleich auf. Hier haben wir den Mann, der vorhin das Tränchen verdrückt hat. Arden Cougar bleibt kurz mit der Axt hängen. Ja, ein kleiner technischer Fehler, aber er hat jetzt schon einen Vorsprung herausgearbeitet. Und ich denke, für die Amerikaner soll das Ding hier gut nach Hause kommen. Aber auch Benelux, also für meine Begriffe, halten die hier erstaunlich gut mit bei den ersten zwei Disziplinen. Cougar führt jetzt 27,88 für die ersten zwei Disziplinen. Das ist richtig gut, was die hier zeigen. Benelux jetzt mit Schwierigkeiten und die US-Amerikaner fliegen hier davon. Ja, der Arden hat am Anhängen schon einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Und jetzt Dave Jewett hier an der Singleback ist ja einfach eine Bank. Jetzt eine große Erforschung für die Amerikaner und das sollte jetzt für David Moses am Standing kein Problem mehr sein. Es scheint fast so, als wenn die Familiengeschichte eine Erfolgsstory wird. David Moses jetzt hier am Standing-Block-Shop. Der ist Indianer und der ist kraftvoll und der ist energisch und der ist schnell. Eine noch. Nein, noch einen. Oh, jetzt hat er ein bisschen Zeit verloren hier. Das hätte ich gedacht, dass das schneller zu Ende geht. 1,08,84 die Zeit für die US-Amerikaner. Ist am Ende eine, ja, da sind sie nicht total happy mit. Ja gut, am Standing hätte er jetzt eben einen Schlag unten noch machen müssen und dann wäre das Ding ruckzuck weg gewesen, aber das ist eben so technische Fehler, die man eben ab und zu mal einbaut. Benelux mit Schwierigkeiten landen am Ende bei 1,29,83. Größere Fehler gab es nicht, aber man kann das schon auch insgesamt noch besser machen. Wir sehen hier Arden Cougar, der ausatmet, dann den Atem anhält und den Schlag platziert. Das ist über Jahre hinweg genauso trainiert. Benelux
am Ende chancenlos gegen die US-Amerikaner. Der Schiedsrichter, so wie ich das erkennen konnte, wird auch nichts zu bemängeln haben. All right, gentlemen, and the winner is Team USA. Die ersten sieben Teams haben ihren Weg ins Viertelfinale gefunden. Wir sind gleich zurück mit dem verbleibenden K.O.-Duell Kanada gegen Italien. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück bei der Steel Timber Sports WM 2013 in Stuttgart. Die USA, Großbritannien, Neuseeland, Schweden, Australien, die Türkei und die deutsche Auswahl haben sich für das Viertelfinale qualifiziert. Kanada und Italien duellieren sich jetzt um das letzte verbleibende Ticket für die nächste Runde. Und in diesem Duell, lieber Dirk, gibt's schon einen klaren Favoriten, oder? Ich denke schon, dass die Kanadier hier leicht favorisiert sind, weil sie einfach schon viel mehr Erfahrung in dem Sport haben. Aber auch die Italiener werden versuchen, ihre Außenseiterchance zu nutzen, haben sich auch gut vorbereitet auf diese Weltmeisterschaft und haben auch klare Ziele für diese WM. Mit dem, was wir letztes Jahr und jetzt mit einem Jahr mehr an Erfahrung erreicht haben, hoffen wir, dass wir ein noch besseres Ergebnis bekommen und in das Viertelfinale einziehen können. Der Einzug in das Viertelfinale, das also die großen Ambitionen für die Italiener. Die Kanadier wollen ganz weit nach vorne kommen. Guter Start für Kanada, die leicht in Führung sind, aber auch Italien dieser ersten Disziplin noch mit dabei. Vielleicht eine Sekunde Vorsprung im Moment für Kanada. Ja, die Kanadier jetzt mit einem leichten Vorsprung auf dem Underhand, aber sie haben jetzt auf dem Underhand einen sehr, sehr starken Mann und jetzt wird es sehr schwer für die Italiener dran zu bleiben. Marcel Dupuis ist das und er scheint den Vorsprung ein bisschen auszubauen. Gegenüber den Kanadiern durfte man so erwarten. Der letzte Schlag von Dupuis und in der Tat ist der Vorsprung jetzt größer, vielleicht knapp 4 Sekunden. Jean-Pierre Mercier hier an der Singleback. Ja, JP ist einer der besten Singlebacker auf der Welt und baut auch die Sägen selber. Und ich denke, jetzt werden die Kanadier einen riesen Vorsprung haben und auch im Standing übergeben. 6. Platz bei der Team-WM 2012. Das ist der Erfolg der Kanadier im vergangenen Jahr. Die Italiener mit Schwierigkeiten, mit großen Schwierigkeiten. Da hat er teilweise in den Boden reingesägt. Da hat die Säge ja viel zu steil gehalten für meinen Blick. Richtig, genau. Und somit eben zu kurze Züge machen können und somit eine schlechte Zeit gemacht. Mitch Hewitt hier am Standing-Block, der wird das Ding jetzt nach Hause bringen. Die Zeit ist auch noch wichtig, 1:08:47 für die Kanadier. Da rutscht der Italiener sogar noch mal aus und da ist er richtig wütend. Das war ein böser Schwinger zum Schluss hier von den Italienern, die geschlagen werden, zu Recht in diesem Duell von Kanada. Aber trotzdem, die Italiener, dafür, dass sie zum zweiten Mal dabei sind, haben sie eine sehr gute Zeit gemacht. Wir müssen jetzt noch schauen, was der Schiedsrichter sagt. Ist immer noch so ein bisschen zum Schluss das Fragezeichen. Und dieses Bild gefällt mir großartig. Ist der böse und der Blick bleibt auf dem Holz. All right, gentlemen. And the winner is Team Canada. Für das Viertelfinale konnten sich 4 Teams aus Übersee und 4 Teams aus Europa qualifizieren. Darunter sowohl die Favoriten aus Neuseeland, Australien und den USA, sowie die Lokalmatadore aus Deutschland. Wir verabschieden uns mit den schönsten Bildern des Achtelfinals. Die Viertelfinalisten stehen also fest. In der nächsten Sendung zeigen wir Ihnen dann, wer sich die Krone holt. Ich sage Dankeschön bei meinem Co-Kommentator und Experten Dirk Braun. Machen Sie es gut und haben Sie eine schöne Zeit.
Jetzt gesehen, der ganze Einspieler von Steel Timber Weltmeisterschaft aus Stuttgart, aus dem Hallenstadion. Ein Wahnsinns-Event, eine gelungene Sache, ein cooler Sport, zieht immer wieder sehr, sehr, sehr viele Leute an. Wirklich eine geile Stimmung in diesem ganzen Stadion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unsere Sendezeit ist jetzt schon wieder vorbei. Schaltet nächstes Montag wieder ein, wenn ihr euch interessieren wollt, wenn ihr wissen wollt, was in der Welt vom Sport alles abgeht. Schönen Abend kann ich euch nur noch wünschen und geniesst es. Ciao zusammen.